Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer kleinen Tutorial-Reihe zu einem neuen Spiel namens Prison Architect 2. Dieses Spiel wird Ende März 2024 veröffentlicht. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Gebäudeaufbau. Zu Beginn müssen wir die Größe des gewünschten Raumes festlegen. Das Prinzip kennen wir bereits aus dem ersten Teil, aber es gibt ein paar Änderungen. Wenn wir Gebäude erweitern, dann werden die Fundamente automatisch hinzugefügt. Das lästige nachträgliche Einfügen fällt weg. Außerdem gibt es ein Dachsegment, das notwendig ist, um festzulegen, dass das Gebäude oder der Raum ein Dach haben soll oder nicht. Eine weitere sehr schöne Neuerung in Prison Architect 2 ist die Möglichkeit, Stockwerke einzufügen. Hierfür können wir Hotkeys benutzen oder mit der Maus die gewünschte Option auswählen. Außerdem wird es eine Hinweisfunktion geben, um festzustellen, ob es innerhalb eines Gebäudes Probleme gibt. Eine gute Vorausplanung hilft beim Bau. Wir können mit der Maus schnell und einfach Stockwerke einziehen. Natürlich müssen die Bauarbeiter auch die einzelnen Stockwerke erreichen können. Deshalb dürfen wir die Treppen nicht vergessen. Außerdem bitte auch die Decke zuerst einziehen, sonst wird es schwierig, den ersten Stock weiter auszubauen. Der Deckenbau dauert am längsten und deshalb benötigt man etwas Geduld oder man stellt einfach ein paar Bauarbeiter mehr ein. Wir haben auch die Möglichkeit, Gebäude ohne Treppen miteinander zu verbinden. Das lästige Treppensteigen entfällt. Das ermöglicht uns ganz neue Ideen in Bezug auf Gebäude für Häftlinge oder deren Unterbringung, wie ihr im Bild sehen könnt. Ein Gefängnis ohne Türen macht natürlich keinen Sinn. Es gibt eine kleine Auswahl an Türen, die auch die passenden Schlüssel benötigen. Außerdem wird es auch Fenster geben, damit unsere Häftlinge auch mal das Tageslicht sehen können. Unsere Häftlinge haben Ansprüche und diese müssen, sollten gestillt werden, ansonsten kann es schnell Ärger geben. Ein weiteres Highlight ist das Gap-Tool. Mit diesem Tool könnt ihr bereits eingezogene Decken entfernen und somit den Gefängniswärtern die Möglichkeit zu geben, von oben nach unten zu blicken, um die Gefangenen besser beobachten zu können. Der Vielfalt ist keine Grenze gesetzt. Unsere Gefängniswärter haben einen gewissen Beobachtungsradius. Das hilft dabei, um Gefangene bei Aufständen und Revolten besser zu kontrollieren und wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
In diesem Spiel wird es Schusswaffen geben. Inwieweit diese zum Einsatz kommen, müssen wir abwarten. Natürlich funktioniert ein Gefängnis nicht ohne Strom und Wasser. Wie auch im ersten Teil müssen wir uns darum kümmern, dass alles am Laufen bleibt. Wir können die Stationen überall hinbauen und müssen dann die Kabel, Leitungen entsprechend dahin legen, wo sie benötigt werden. Ohne Strom oder Wasser keine Funktion. In Prison Architect 2 ist die Reichweite der Leitungen aber größer und deckt mehr Fläche ab. Das hilft sehr viel und erhöht die Baugeschwindigkeit. Einige Bauoptionen müssen nach und nach freigeschaltet werden und stehen nicht von Beginn an zur Verfügung. Natürlich können unsere Gefangenen auch im Prison Architect 2 ausbrechen und benutzen hierfür große Leitungen, Rohrsysteme. Um das zu verhindern, sollten wir auch kleinere Leitungen, Rohrsysteme einsetzen, die aber eine kleinere Reichweite, Abdeckung haben. Um den Strom oder das Wasser in die höheren Stockwerke zu befördern, muss keine neue Pumpstation oder ein Stromaggregat gebaut werden. Hierfür können Rohrsysteme eingezogen werden, wie ihr im Bild seht. Natürlich können wir das Ganze auch wieder abreißen, wenn es erforderlich ist. Sicherungsschalter sind natürlich auch vorhanden. Um noch schneller größer zu werden, gibt es das Clone-Tool. Hiermit könnt ihr bestimmte Gebäudeabschnitte markieren und diese klonen und diese an einer anderen Stelle inklusive alle Items platzieren. Im Menü haben wir Übersicht über alle bereits freigeschalteten Funktionen und was zur Freischaltung erforderlich ist. Alle diese Dinge sind notwendig, um unsere bösen Jungs und Mädchen bei Laune zu halten. Nur ein entspannter Gefangener möchte nicht mehr ausbrechen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Prison Architect 2, dann bitte ein Abo da lassen, ist alles kostenlos. Rechts oben die Playlist für alle Tutorials und ich sage an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!